Und er hat gesagt, gib mir uns schon so lange, machst du mal für mich schöne Gewinn. Ich sage, was denkst du denn? Wie viel willst du denn? Er sagt, ja, 6 richtige, sag ich, das geht nicht. Wir können anfangen mit 4. Aber dann, okay, machen wir 4. Ich sag's, ich schwör's, der Teufel wollt's, er kommt und hat 4 richtige. Kommt er zu mir, Dienstag sagt, hat die gute geklappt, wann machen wir die 5? Ja, das ist das jetzt, ja. Ah, ist gut, Carlo, demnächst, ja. Wir sind hier in Bergen-Enkheim. Das ist ein Stadtteil von Frankfurt am Main. Meiner Meinung nach der schönste Stadtteil von Frankfurt am Main. Und mein Name ist Günter Kraus. Ich leite hier die Verkaufsstelle 05590 seit 1980. In den 70er Jahren wurde das Hessen Center gebaut. Und dann sind aus diesem Stadtteil hier über 70 Geschäfte im Laufe der Jahre verloren gegangen. Ein Metzger, ein Bäcker nach dem anderen hat immer wieder zugemacht. Und ich habe immer versucht, den Kunden weite Wege zu ersparen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Wäscherei hier aufgegeben hat, weil eben nicht mehr genug Kundschaft da war, dann habe ich gesagt, Leute, dann schickt sie zu mir. Ja, und so habe ich dann das eine oder andere Geschäft, was gar nicht in mein Metier fällt, weil ich ganz einfach aus der Bürobedarf- und Schreibwarenbranche komme, einfach mit übernommen. Das heißt, ich habe Kundenwünsche wahrgemacht. Nicht eine Minute in diesen 40 Jahren war mir langweilig in meinem Geschäft. Ja, es gab zwar ärgerliche Momente manchmal, ja, wenn eben ein Kunde sich beschwert hat. Zum Beispiel hat der gute Mann ein Auto bei Keno gewonnen. Und dann hat er sich beschwert, warum da keine Winterreifen drauf sind. Hallo, kriegt ein Auto hier für 40 oder 50.000 Euro und jammert drum, er hat keine Winterreifen. Gewinner gab es viele. Es gab auch viele, die hatten richtig viel Geld gewonnen. Aber der emotionalste Moment, das war so Mitte der 80er Jahre. Damals haben wir die Gewinne noch per Hand ausgesucht. Also, ja, und da kam eine ältere Kundin um die 75 Jahre und hat gemeint, sie hat 3 richtige. Nach längerem Suchen musste ich feststellen, da war gar nichts. Und schau mir den Schein nochmal genauer an. Und siehe da, sie hatte nur 5 Zahlen angekreuzt. Und die Regel hat damals gesagt, heute geht das ja alles per Computer. Hast du nur 5 Zahlen angekreuzt oder hast du welche vergessen, werden die nächsthöheren Zahlen von Lotto selbst dann angekreuzt. So, und damit hatte die Frau 5 richtige und sagt, vielen Dank und wissen Sie, was ich mit dem Geld jetzt mache? Ich fahre zu meiner Tochter in die USA, die habe ich 18 Jahre nicht mehr gesehen. Und das sind für mich Momente, wo ich sage, also Lotto ist ja immer wieder dieser Traum der Million. Aber man sieht auch, dass so kleine Gewinne durchaus Menschen glücklich machen können. Seitdem sage ich auch zu keinem mehr, ich verkaufe Gewinne. Nein, ich verkaufe nur Träume. Und die Träume, die sind erlaubt und ohne Träume stirbt der Mensch.